Generator ist beschädigt. Ich muss die Antennen direkt mit Strom versorgen. Hallo nochmal, Mr. Wayne. Wie kann ich Ihnen helfen? Ist die Winde bereit für den Einsatz? Sie ist vollständig funktionstüchtig. Ich garantiere aber für nichts, wenn Sie damit Ihren Wagen an einem Gebäude hochziehen wollen. Sie lesen meine Gedanken. So lautet die Jobbeschreibung, Mr. Wayne. Der Batwing ist auf dem Weg. Ich improvisiere. Die Seilwinde benötigt einen sicheren Ankerpunkt. Schalten Sie dann in den Rückwärtsgang. Und seien Sie bitte vorsichtig mit dem Wagen, Mr. Wayne. Er ist ein Unikat. Thank you.
Ankerpunkt ist an der Wand befestigt. Ich kann ihn mit dem Batmobil nicht bewegen, aber vielleicht kann er das Gewicht des Wagens tragen. Deine Verbündeten werden dir heute Nacht nicht helfen. Ich werde euer aller sein. Die Funkantennen haben jetzt wieder Strom. Super, ich verbinde. Ich habe mit Robin geredet. Das solltest du auch tun. Bruce, du brauchst mich da draußen. Gemeinsam finden wir Scarecrow schneller. Das, woran du arbeitest, ist wichtiger. Das kann doch warten. Lass mich helfen. Ich habe alles unter Kontrolle. Okay. Hör zu, meld dich mal ab und zu. Wir sind Partner, oder? Er will nur helfen, weißt du? Ist die Antenne bereit? Ja. Aber wir brauchen einen Mikrowellenturm, um Scarecrows Position zu orten. Es gibt einen bei Falcone Shipping im Cauldron. Ich habe ihn auf der Karte markiert. Danke, Oracle. Stadt und wir bewachen hier oben eine blöde Antenne. Scarecrows Männer bewachen die Antenne. Ich muss die Bedrohung einschätzen und meinen Angriff planen. Und dann war's das mit der Operation. Wofür brauchen wir ihn? Die Geisel. Eine Absicherung. 5 Soldaten. Alle bewaffnet. Bemerken Sie mich, töten Sie die Geisel. Ich muss einen Aussichtspunkt erreichen und sie herauslocken. Ein bisschen zu viel von seinem Gas eingeatmet. Ich würde gerne mal sehen, wie du ihn das im Gesicht sagst. Willst du mich verarschen? Ich kann dir nicht mal anschauen. Wenn ich sie voneinander trenne, sind sie einfacher zu erledigen. Schon habt ihr gehört.
Selbst wenn sich Batman zeigen sollte, wir sind zu dritt und bewaffnet. Er ist schnell, aber nicht so schnell. Soldaten da drin. Sie fühlen sich sicher, wenn sie zusammenbleiben. Lucius, hier wurde eine Geisel genommen. Drei Bewaffnete. Ich muss sie ausschalten, bevor sie reagieren können. Ist er fertig? Flexible Platten über einer MR-Fluid-Panzerschicht. Die sind schneller, verursachen mehr Schaden und sehen dabei angsteinflößender aus. Schicken Sie ihn, Lucius. Jetzt. Schon in der Luft, Mr. Wayne. Anzugs bestehen aus dreifach gewebtem Titanium. Das Interessante ist, was zwischen diesen Schichten passiert. Das MR-Fluid von Wayne Tech verhärtet sich bei einem Treffer. Mit dieser Schlagabsorption können sie mehr Kraft in ihre Konterangriffe legen. Die flüssige Rüstung ist flexibler, als sie es von den Fasern gewohnt sind. Die größere Beweglichkeit können sie nutzen, um mehrere Gegner rasch hintereinander auszuschalten. Der Anzug ist kompatibel mit dem elektromagnetischen Ausstoßsystem des Batmobils. Sie werden wie ein Geschoss aus einer Magnetkanone abgefeuert. Apropos, der neue Greifhaken zieht sie ebenso schnell nach oben. Keine Sorge, Mr. Wayne, der Anzug hält die G-Kräfte aus. Wie fühlt er sich an, Mr. Wayne? Ich habe die ER-Trainingsprogramme aktiviert, falls Sie eine Diagnose oder Tests durchführen wollen. Simulation aktiviert.
Isolation aktiviert. Simulation aktiviert. Simulation aktiviert.
Ich habe ihn weggeschlagen. Fehlgeschlagen. Simulation aktiviert. Simulation aktiviert.
Drei Schützen, eine Geisel. Ein guter Praxistest für den Anzug. Was zum Teufel war das? Hat er Verstärkung angefordert oder was ist los? Halt's Maul! Er will uns nur rauslocken. Der Anzug ist schneller und beweglicher. Wenn ich mich anschleiche, kann ich sie überraschen und alle drei ausschalten, bevor sie wissen, was eigentlich los ist. Hilf mir! Mann, ich habe ja gehört, dass du schnell bist, aber drei bewaffnete Kerle so schnell auszuschalten? Unglaublich. Sie sind jetzt sicher. Ich schicke jemanden, der sie abholt. Danke. Sag mir, dass du Scarecrow finden wirst. Der Mistkerl muss aufgehalten werden. Noch nicht. Ich brauche Zugriff auf die Konsole. Oracle. Der Sender ist an der Mikrowellenantenne befestigt. Perfekt. Ich habe das GCPD anonym verständigt. Sie schicken jemanden, um die Geisel abzuholen. Komm schon, verbinde dich. Super Anzug übrigens. Okay, beide Antennen sind online. Finden wir Scarecrow. Ich muss beide Antennen benutzen, um die Mikro- und Funkwellen in Gotham zu identifizieren. Wenn ich beide Frequenzen am selben Ort finde, weiß ich, wo Scarecrow sein Toxin herstellt. Die Funk- und Mikrowellenfrequenzen deuten auf Ace Chemicals hin. Dort stellt Scarecrow das Toxin her. Jim, ich habe das Angsttoxin zu Ace Chemicals zurückverfolgt. Dort finden wir Scarecrow. Unmöglich. Ich hatte seit Beginn der Evakuierung ein Team dort stationiert. Crane muss sie bestochen haben. Oder Schlimmeres. Ich bin in der Nähe. Ich werde mit meinen Jungs vorbeischauen. Warte, bis ich da bin, Jim. Ich bin unterwegs. Arbeiten zusammen? Seltsam. Gefällt mir nicht. Gib die Suche auf. Du wirst mich erst finden, wenn ich das auch zulasse. Was willst du jetzt machen, Fledermaus? Die Fledermaus!
Irgendwas von da drin? Nichts. Wir glauben, dass noch eine Minimalbesatzung da ist, aber sie antworten nicht und das Gebäude ist abgeschottet. Wenn sie noch leben, werde ich sie finden. Sie sollten uns verraten können, was Scarecrow vorhat. Was zur Hölle? Bewegung, Bewegung, Bewegung! In Deckung! Zeit zu sterben, alter Mann. Im Tod gibt es nichts mehr zu fürchten. Halte ihn von Ace Chemicals fern. Deine Rache wird kommen. Es endet heute Nacht. Ein Freund von dir? Bleib hier. Ich finde das raus. Er hat eine Armee geschaffen. Ich brauche einen Namen. Na gut, wir haben hier was von einem in Venezuela operierenden Geheimkommando. Sie haben eine versteckte Trainingseinrichtung entdeckt, einheitliche Insignien bei allen Soldaten. Nichts als Spekulationen über den Kommandanten. Nur über den Namen sind sich die Quellen einig. Der Arkham Knight. Der Arkham Knight. Hack dich in deren Funk. Ich muss wissen, was sie planen. Sonst noch was? Auf dem Gelände von Ace Chemicals sind noch ein paar Arbeiter. Sie könnten uns helfen, Scarecrow und seine Bombe aufzuspüren. Ich muss sie finden. Jeder Arbeiter sollte einen ID-Chip tragen. Wenn ich die Personalaufzeichnungen anzapfe, kann ich sie aufspüren. Da ist ein Terminal in einer Nische ganz in deiner Nähe. Versuch's dort. Da sind 5 Soldaten. Jeder bewaffnet und gefährlich. Bevor ich zu diesem Terminal kann, muss ich sie ausschalten. Zugehört! Scarecrow zufolge ist die Reaktion fast abgeschlossen. Hat jemand Sichtkontakt? Komm her! 10-30 Minuten. Er ist hier lang! Sieht ganz so aus. Den Teil liebe ich am meisten. Leute einfach überrumpeln. Helis kommen von rechts und angedüst und jagen das Ziel in die Luft. Geil. Das war schlechtes gegessen. Hey, eine meiner Dampfsteuerung! Ich kann auf das Terminal zugreifen. Sehen wir mal, ob Oracle recht hatte. Datenverbindung aktiv. Datenentschlüsselung. Hier sollte mal jemand die Sicherheitsprotokolle updaten. Oracle, ich habe die ID-Codes. Wenn ich einen Aussichtspunkt erreiche, kann ich die Arbeiter mit dem Bat-Scanner finden. Okay, ich habe das höchste Gebäude auf deiner Karte markiert. Fall nicht runter. Perfekt. Ich kann den Bat-Scanner einsetzen und nach den Arbeitern suchen.
Scarecrow und diesem Arkham Knight abhören. Leite es jetzt an dich weiter. Ich hatte ihn im Visier. Ich hätte es zu Ende bringen können. Wir haben ihn noch nicht gebrochen. Warte noch. Nein, ich habe genug gewartet. Batman stirbt. Heute Nacht. Warum hast du ihn so sehr? Das würdest du nicht verstehen. Deine Rache steht kurz bevor. Das wird seine letzte Nacht sein. Ich werde dafür sorgen. Hast du eine Ahnung, wer der Arkham Knight ist? Klingt so, als wärt ihr euch schon mal begegnet. Ich habe mir viele Feinde gemacht. Hat funktioniert. Innerhalb der Anlage werden 5 ID-Signale angezeigt. Hoffen wir, dass sie noch leben. Hätte es nicht enden sollen, Batman. Ich hatte gehofft, du würdest dich mehr wehren. Das war's, du Held. Leb wohl. Ich kann die Arbeiter nur retten, wenn ich diese Wand einreiße. Ich muss das Batmobil irgendwie reinbringen. Ich muss zuerst das Tor öffnen. Dann hole ich das Auto. Warum brauchen wir eigentlich so eine Riesenarmee? Dachte, das wäre alles nur wegen Batman. Thank you.
egal, ob sie funktionieren oder nicht. Mit einer Gasmaske fühle ich mich sicherer. Im internen Router bemerkt? Keine Sorge, das ist nichts, nur eine Macke. Okay, es hat also endlich begonnen. Phase 1 geht los! Ja, Gott sei Dank. Ich hab fast Mitleid mit den Jungs, die wochenlang unter der Erde fest saß. Ja, tschüss, wir sind glückspilzerig. Hört auf zu labern, da ist noch eine Überdruckspitze. Jemand soll den Druck ablassen. Gruppe Fanfix, hier eine Spitze bei eurer Position. Öffnet die Ventile und flutet das Kühlsystem. Gut, jetzt arbeitet weiter und seid ruhig. Ich will nicht, dass ihr nur wegen eurer Sorglosigkeit alles in die Luft fliegt. Ja, Sir. Die Welt weiß, worum es uns geht. Achte auf den Druckmesser. Ich will keine Ausrutscher. Hätten sich die Technik an ihrer Schießwut erledigt, müssten wir das nicht tun. In Sektor 10 hat sich der Druck normalisiert. Oracle, Sie haben einen der Arbeiter getötet. Verdammt! Wir müssen sie aufhalten. Hör zu, ich habe mich in den Funk der Milizkräfte gehackt. Ab jetzt kannst du alle offen gesendeten Funksprüche abhören. Danke, Oracle. Ich habe einen Weg gefunden, das Batmobil reinzubringen. Dafür bezahlen Sie. Alle zusammen. Das Tor ist offen. Zeit, den Wagen reinzubringen. Das Haupttor steht offen. Macht euch bereit. Da kommt ein milliardenschwerer Panzer auf euch zu. Wir haben im Innenhof einen Diamondback stationiert, Sir. Geht auf den Halt. Was für ein naiver Optimismus. Dein 60mm-Geschütz kann diese schwer gepanzerten Einheiten durchschlagen. Doch es wird mehrere direkte Treffer brauchen, um sie zu zerstören.
hören. Durch, genau wie Sie sagten. Er sucht nach den Geiseln. Beschränkt den Funkverkehr aufs Minimum. Er will auf Sturz sichern. Du hörst doch zu, Batman, nicht wahr? Dann hört ihr das an. An alle Einheiten in Gotham. Operation Erlöse hat begonnen. Jeder hat seine Rolle. Jeder kennt seine Rolle. Also geht's raus in die verdammte Stadt und wählt sie ein. Ich will, dass ihr Gotham innerhalb der nächsten Stunde im Vorgegriff habt. Mach mich los, hinter mir!
lässt mich doch hier raus, oder? Ein Glück bist du hier. Wir sind halt! Los, los, los! Verteilt euch! Lass die Waffen auf ihn gerichtet. Wenn er den Anschein erweckt, als wolle er den Raum verlassen, eröffnet das Feuer. Oh, aber nicht aufs Bat-Symbol. Das ist ein kleiner Trick. Dort ist die Panzerung am stärksten. Zielt erst auf die Schwachstellen an den Schultern, dann dorthin, wo die Platten zusammentreffen. Bitte. Hast du was gesagt? Lass ihn aus dem Spiel. Immer die Schwachen und Hilflosen verteidigen. Das mag ich an dir. So vorhersehbar. Deshalb werden wir gewinnen. Wir kennen deine Züge, bevor du sie kennst. Wir wissen, wie du denkst. Dann weißt du sicher auch, was ich jetzt denke. Natürlich. Du überlegst, wer zur Hölle ist dieser Kerl? Nein. Ich überlege gerade, wen von euch ich zuerst ausschalte. Nur damit wir uns verstehen. Ich habe ernsthaft vor, dich zu töten. Aber vorher will ich dich leiden sehen. Haben die Zielpersonen. Sag das Zauberwort und ich bringe es zu Ende. Gotham wird unser sein. Du verstehst nicht. Bei diesem Kerl gibt es keine zweite Chance. Wir haben dich umstellt! Gib auf! Das Ding ist der Hammer. Sie sind in Sicherheit. Du kennst nicht mal die halbe Wahrheit, Batman. Scarecrow, er war... Bleiben Sie ruhig und sagen Sie mir, was Sie wissen. Sie haben das Werk stundenlang betrieben. Sie haben Trucks hergeschafft, Waffen, Soldaten, Ladungen hochgefährlichen Materials. Sie wussten genau, was sie tun. Er produziert Unmengen von seinem Toxin. Es ist übel. Richtig übel. Wir reden hier von einer Gaswolke, die gesamte Ostküste bedecken könnte. Wo finde ich Scarecrow? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er seinen Plan durchziehen wird. Und eine verdammte Armee im Rücken hat. Wir sind geliefert, Batman. Ich halte ihn auf. Aber erst bringe ich Sie hier raus. Warten Sie beim Batmobil. Hast du Scarecrow gefunden? Noch nicht. Es ist schlimmer als gedacht. Wie viel schlimmer kann es sein? Er baut eine Bombe, mit der er die ganze Ostküste mit Angsttoxin überziehen kann. Verschwindet von hier. Riegelt das GCPD ab. Bleibt im Gebäude. Ich werde meine Männer abziehen, aber ich gehe nirgendwo hin. Bring jeden, den du findest, zu mir. Jim, es ist zu gefährlich. Du hältst ihn auf. Das weiß ich. Halten Sie durch. Ich bringe Sie zu Commissioner Gordon. Ich habe auf diese Nacht gewartet, sie herbeigesehnt. Master Bruce, die ganze Stadt ist voller Milizpanzer. Gotham wurde überrannt. Wenn ich Scarecrows Bombe nicht entschärfe, wird es keine Stadt mehr zu retten geben.
Ich muss das Auto erst hierher bringen, bevor ich sie nutzen kann. Seht zu, dass die Bomben scharf und einsatzbereit sind. Die Armee darf nicht einmal in die Nähe dieser Stadt gelangen. Ich muss das Auto erst hierher bringen, bevor ich sie nutzen kann. Seine Offensivfähigkeit ist viel stärker als erwartet. Hat keine Zeit verschwendet. Oh Gott, er hat die Panzer zerstört. Hey, keine Sorge, wir haben noch mehr. Aber nicht hier. Moment, was, wenn er hier hochkommt? Ich habe keine Angst, lass ihn kommen. Der glaubt, er ist der Größte. Stimmt nicht, seine Zeit läuft ab. Und was machen wir jetzt? Wir warten. Auf was? Auf Befehle. Wir sind hier ein leichtes Ziel. Er schaltet uns der Reihe nach raus, genau wie die anderen. Mann, ich hoffe, wir erleben noch Phase 2. Ich hab keinen Schiss von der Fledermaus, Panzer hin oder her. Ich sag dir, der wird herkommen. Niemand hat gesagt, dass Batman Panzer...
Panzer hat. Ich dachte, wir haben jede Möglichkeit erwogen. Haben Sie das im Briefing nicht gesagt? Hat ihn jemand gesehen? Wo ist er? Er wird kommen. Halt einfach die Augen offen. Er ist im Wagen. Jetzt sind es schon zwei tote Arbeiter. Ich hätte das verhindern sollen. Batman, hör zu. Ich habe mit Robin gesprochen. Du solltest dir wirklich von ihm helfen lassen. Du trittst gegen eine Armee an. Sie hat recht. Wir sind ein Team. Die Stadt braucht uns beide. Ich schaffe das, Robin. Du weißt, was du zu tun hast. Also tu's. Das kann warten. Kann es nicht. Es steht viel auf dem Spiel. Du musst konzentriert bleiben, bevor es schlimmer wird. Viel schlimmer. Du solltest nicht so hart zu Tim sein. Er will nur helfen. Lass deine Gefühle für ihn nicht dein Urteilsvermögen trüben. Denkst du, ich will ihn da draußen in Gefahr sehen? Das Gegenteil wäre mir lieber. Aber er kann dir helfen. Wenn Robin diese Menschen kann, wird der Fallout genauso gefährlich wie Scarecrows Bombe.
Toter Nummer 3. Diese Tiere werden dafür bezahlen. Wir werden sie aufhalten. Das machen wir doch immer, oder? Wenn ich den Arbeiter erreichen will, muss ich den Aufzug irgendwie bewegen. Da fährt der Fahrstuhl nicht. Thank you.
Schon gut. Sie sind sicher. Du kommst zu spät. Wir sind so gut wie tot. Du weißt von der Bombe, nicht wahr? Wo ist er? Ich habe gehört, er sei in der zentralen Mischkammer. Du weißt, was das heißt. Er bereitet die Freisetzung des Toxins vor. Ich habe gesehen, was es mit den Leuten anstellt. Wenn das Gas entweicht, dann gibt es Chaos. Das lasse ich nicht zu. Warten Sie beim Batmobil, ich bringe Sie hier raus. Jim, der zweite Arbeiter ist gerettet. Ich komme zu dir. Was ist mit Scarecrow? Er ist in der zentralen Mischkammer. Sobald die Techniker sicher sind, schnappe ich ihn mir. Ist es so schlimm, wie es klingt? Schlimmer. Aber ich stoppe ihn. Du hast mein Wort. Wir stecken hier unten fest. Das ist der einzige Weg hier raus und der ist Schrott. Alfred. Hab ich gesehen, Sir. Erst ist kein Signal, dass das Fahrzeug unbemannt ist und ferngesteuert wird. Waffensicherung deaktiviert. Na komm schon, du Held! Sehen wir doch mal, ob du mithalten kannst! Thank you.
Du hast noch nicht gewonnen! Heute Nacht bezahlst du für alles! Oracle. Scarecrow bereitet die Bombe in der zentralen Mischkammer vor. Ich brauche einen Weg rein. Und zwar jetzt. Ich arbeite dran, aber es wird ein paar Minuten dauern. Finde ihn, Barbara. Geduld ist eine Tugend. Schon mal gehört, oder? Anscheinend nicht.